Wenn du aus deinen Worten sagen müsstest, warum der Burger hier so gut schmeckt, was das Erfolgsrezept ist, könntest du das sagen, so in ein, zwei Worten? Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Burger Deutschlands, heute direkt aus Hamburg. Ich bin am Ende des Videos. Ich muss euch sagen, ich mache gerne die Intros am Ende des Videos, weil ich euch Folgendes sagen kann. Euch erwartet in diesem Video etwas noch nie dagewesenes, weil wir die heftigste, die krasseste, die extremste Bewertung überhaupt haben bisher. Der Titel sagt, denke ich, einiges. Ich kann euch nicht sagen, ob ins Positive oder ins Negative. Ich hoffe, der Titel hat es jetzt nicht verraten. Aber naja, ihr müsst das Video fetzen, glaubt mir. Mein Herz, meine Seele und alles ist bewegt. Ich musste danach erst noch ausführlich mit dem Restaurantleiter sprechen, weil ich so viel auf dem Herzen hatte. Wir sehen uns jetzt im Video. Zieht es euch rein. Ich glaube, wir müssen los zu Peter Pane. Willkommen zurück heute bei Peter Pane. Und hier ist wieder der gefährlichste Restaurant-Tester Deutschlands. Dieser Gang. Diese Beine und dieser Blick. Peter Pane beeindruckt mit einer imposanten Innenausstattung. Doch die Frage ist, kann diese gut aussehende Innenausstattung diesen gut aussehenden Mann überzeugen? Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen Holla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 l
kommt die gute Tina. Oh, das sieht schmackhaft aus, Tina. Onion Jack. Ui, der sieht ja aus wie ein Bilderbuch, sag mal. Ja. So, also erstes Feeling. Wir haben jetzt noch einen zweiten, den Classic Cheddar ist das, ne, Ahmed? Genau. Classic Cheddar, finde ich, sieht von der Optik nicht so gut aus. Muss ich einfach sagen, sieht nicht findest gut du? Aus. Ja. Ich mag das so, dieses, ja, ja? Dieses, ich sag mal, minimalistische. Ja, aber das ist natürlich Geschmackssache. Also ich finde, das sieht ein bisschen aus so, das erinnert mich an Mikrowellenburger. Also einfach, sag ich mal, ich habe keine Ahnung, was die Kars. Kann ich jetzt anhand deren auch nicht ausmachen, aber das kommt mir nicht wie self-made, Grelle geformt in die Pfanne. Kommt mir eher wirklich wie tiefgekühlt vor, aber das weiß ich nicht. Na, ich möchte nichts Verkehrtes jetzt erzählen. Der hier sieht für mich deutlich besser aus an dem Burger-Bun. Ich sag schon die ganze Zeit Frikadelle-Burger-Bun. Boah, das ist schmackhaft. Gut, schauen wir mal. Also erstmal, womit geht's los? Du nimmst den Burger in die Hand. Das Haptische, sagt man. Das ist für mich kein klassisches Brioche erstmal. Also in der Hinsicht ist, ich habe mir die History von diesen Laden reingezogen. Gerade für die Broterzeugnisse sind die bekannt. Und da ist ja auch der Ursprung. Ich kann es euch gar nicht genau beschreiben. Ich kann nur sagen, was ich fühle innerlich. Es fühlt sich nicht so gut an. Erstes Feeling, als würdest du einen McDonald's Burger beißen. Neutral dahingestellt erstmal. Vom Fleisch her. Eine Barbecue-Soße drauf. Die ist, sag ich mal, eigentlich recht Standard, wie man eigentlich jede Barbecue-Soße kennt. So würde ich es beschreiben. Kommt mir nicht individuell vor. Du wisst ja, dass man das Feeling hat, hinten in der Küche, bam, wird eine Soße gezaubert, sondern kommt mir eher vor, aus dem Regal gegriffen. Die Zwiebelringe drauf sind geil. Die Zwiebelringe sind geil. Das ist mein Feeling. Eine Chance noch für den Cheeseburger erstmal. Und den lieber Senf. Der muss ich sagen, ich bin mit sehr viel Hunger hingegangen. Ohne wirklich was gegessen zu haben, ist länger her zumindest. Den normalen Classic lasse ich raus aus der Bewertung. Aber wenn ich das einmal sagen darf, ich muss ja auch ehrlich sein, der Burger wäre für mich durchgefallen. Zu frisant im Senf, willkürlich zusammengewürfelt, habe ich keine Lust weiter zu essen, muss ich einfach so sagen. Der Burger für mich. Tatsächlich, ich habe gehofft, dass ich euch jetzt was Gutes sagen kann. Die Optik hat sich bestätigt und im Burger wiedergespiegelt. Für mich war das Fleisch absolut Standard. Die Soße war Standard. Die Zwiebelringe waren lecker. Das ist einfach, dieser Burger ist für mich kein schlechter Burger. Definitiv nicht. Aber es ist für mich ein Standardburger. Ich würde dem Burger 6 Punkte von 10 geben. Er ist nicht schlecht. Überhaupt nicht schlecht. Aber ich kann euch nichts Besonderes dazu sagen. Ich würde jetzt gerne hier sitzen und euch wieder sagen, oh, die Soße, das Fleisch, diese Körner. Da seht ihr das. Ihr wisst ja, wie ich da Spaß dran habe. Aber diese Burger bringt nicht wirklich Spaß. Aber man tut hier auch nichts Falsches. Man gewinnt, man isst ihn. Und es ist Standard. Es ist Standard. So, also Manuel, erstmal vielen Dank für die Drehgenehmigung, dass wir hier drehen dürfen. Jawohl. Nur ganz kurz, ihr seid ja bekannt für eure Brötchen. Weil ich habe mir die Historie durchgelesen, dass ihr die Brötchen quasi, dass so der Betrieb entstanden ist. Ne? Mhm. Und das kommt ja quasi eigentlich alles aus einer Großbäckerei. So, da kann man sagen, dass ihr damit mit einem kleinen Bäcker angefangen habt, seid größer geworden, habt euch gesteigert und ja, das kommt quasi alles aus einer Hand, ne? Kann man fast so sagen. Ja. Okay, gut, das wollte ich nur kurz klarstellen, damit die Zuschauer wissen, das ist wirklich ja, ein Traditionsbetrieb. Und das muss ich nochmal sagen, Ahmed hat den einen Burger gegessen, hat den für gut befunden, ne? Du machst den gerne, ne? Ja, er war in Ordnung. Und da muss ich einfach nochmal sagen, es tut mir weh im Herzen, etwas schlecht zu bewerten, weil es ist natürlich nicht top für den Laden. Das tut mir leid, das mache ich nicht gerne, wirklich nicht, aber ich muss halt bei der Ehrlichkeit bleiben. Und Ahmed sagt, es schmeckt gut. Vielleicht hätte ich 2, 3 andere Burger hier aus der Karte probiert. Hätte bei denen auch gesagt, dass es gut schmeckt. Und es war genau der, der mir nicht gefallen hat. Das kann alles Pech sein. Und es gehen nicht umsonst so viele Leute hier essen und kommen wieder. Das ist nicht, weil der Burger nicht gut schmeckt. Das ist mein Geschmack und ihr kriegt meine ehrliche Meinung immer. Und damit beende ich auch das Video. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr am Start wart, mich auf meinem Weg begleitet. Und man gibt mir so harten Support. Haut mir bitte, auch wenn ihr es immer wieder macht, Kommentare rein. Auch wenn ihr schon 5 mal reingeschrieben habt, damit unterstützt ihr mich. Abo da, Daumen oben und ja, ich danke euch für alles. Bis zum nächsten Mal.